Besuche das große Fest der Berber mit Musik, Tanz und traditionellen Köstlichkeiten nicht weit entfernt, nördlich der Stadt. Keine Chance. Es rührt sich nicht vom Fleck. Da steht es nun und frisst sich satt. Warum sollte ich die Schatulle aufbrechen? Sie ist doch schon offen. Andererseits hat Zerstörung ja schon manches Mal nützliches Neues hervorgebracht. Warum nicht auch jetzt? Auch nicht schlecht. Oh Mann. Goldener Knauf. Durch das leuchtende Lämpchen zeigt der Detektor an, dass der Knauf wirklich aus Gold besteht oder zumindest damit überzogen ist. Okay, doch nicht schlecht. Warum stürzt die Framerate schon wieder ab? Eine brillante Idee. Ich folge einfach den Spuren des Kamels. So komme ich sicher auf die andere Seite des ausgetrockneten Sees und kann meinen Weg endlich fortsetzen. Yippie-yay-yay. So, der See wäre geschafft. Und wohin jetzt? Vielleicht zum Berber? Ja, Festplatz der Berber gehen wir mal. Assalamu alaikum. Sei willkommen, Fremder. Wir freuen uns über jeden Besucher unserer Festlichkeiten. Was wird denn hier gefeiert? Nun, die Berge da hinten waren einst Heimstatt eines mächtigen Dämons. Unseren Vorfahren und Gründern dieser Siedlung gelang es aber, diesen Dämon zu verbannen. Ihnen zu Ehren findet seither jährlich dieses Fest statt. Und heute ist wirklich alles dämonenfrei? Keine Angst, Fremder. Unsere Ahnen waren sehr gründlich. Vor Dämonen muss sich hier niemand mehr fürchten. Na prima. Und was habt ihr so zu bieten? Am beliebtesten sind die Ringkämpfe in dem großen Zelt direkt hinter mir. Falls du den Mut eines Löwen besitzt, kannst du unseren Meister Assis herausfordern. Er ist seit Jahren ungeschlagen und demjenigen, dem es gelingt, diese Serie zu beenden, winken 100 Franc Preisgeld. 100 Franc, sagst du? Eine stolze Summe, nicht wahr? Ja. Doch sei gewarnt. Assis geht nicht eben zimperlich mit seinen Gegnern um. Aber ich sollte dir eigentlich von einer Herausforderung abraten. Es scheint dir einfach an den körperlichen Voraussetzungen zu fehlen, um gegen Assis zu bestehen. Und ich dachte, es kommt nicht auf die Größe an. Egal, ich habe schon größere Dummheiten begangen. Nun, es ist ja schließlich dein Leben, Fremder. Dann schaue ich mir das mal näher an. Danke für den Tipp. Nicht so eilig, Fremder. Du musst wissen, dass wir Berber sehr alte und strenge Traditionen haben. Nur in passender Kleidung ist es dir erlaubt, den Festlichkeiten beizuwohnen. Und wie habe ich mir so eine passende Kleidung vorzustellen? Schau mich an. Was ich trage, nennt man eine Djellaba. Und zu unseren Festen muss diese Djellaba blau sein. Das gilt auch für dich, wenn du die Festzelte betreten möchtest. Keine Sorge, ich bin ständig blau. Nein, nein, natürlich respektiere ich eure Traditionen. Aber ich besitze keine Djellaba und kann mir auch keine leisten. Darum wird's wohl mit dem Besuch eures Festes und einem Kampf gegen Assis leider nichts werden. Aber, wer wird denn gleich den Kopf hängen lassen? Hier, ich gebe dir einen Leihschein. Damit kannst du dir in der Stadt auf dem Bazar eine Djellaba ausleihen. Oh, danke. Vielen Dank. Besorg dir die blaue Djellaba und dann komm wieder. Den Kampf gegen Assis würde ich nur sehr ungern verpassen. Bis später. Salam. Alright. Tja, dann müssen wir wohl wieder zurück. Hier, ich habe einen Leihschein. Rück eine blaue Djellaba aus. Assalamu alaikum. Ach, du bist es wieder. Was kann ich für dich tun? Versteh das bitte nicht falsch, aber im Moment interessiert mich der Preis etwas mehr als die Qualität des Stoffes. Nun, bevor ich dir einen Preis nenne, solltest du wissen, dass ich nur die edelsten Stoffe verarbeite. Du wirst diesseits des Atlas keine besseren Textilien finden. Schon klar. Ja, das erwähntest du bereits. Was soll eine Djellaba denn nun kosten? Ich sehe, du bist kein Freund langer Diskussionen, nein, sondern ein Mann der Tat. Das gefällt mir, denn dies gilt auch für mich. Statt lange um den heißen Brei herumzureden, wollen wir Entscheidungen treffen. Genau für diese Kundschaft fertige ich meine Kleidungsstücke an. Männer mit Charakter,
voller Entschlossenheit. Ich höre. Oh, aber selbstverständlich. Also, weil du mir sympathisch bist, mein Freund, und weil ich denke, dass diese Djellaba wie für dich gemacht ist und du sie unbedingt tragen solltest, mache ich dir einen einmaligen Freundschaftspreis. Du musst mir versprechen, dass du den Preis niemandem verrätst, denn er liegt weit, weit unter dem sonst üblichen. Ja, ja. Gut, so hör mir zu, denn ich mache dieses Angebot bestimmt kein zweites Mal. Also, ich überlasse dir diese Djellaba für lächerliche 300 Francs. Ist das ein Wort, mein Freund? Und was für eins. So viel Geld habe ich leider nicht. Ja, aber wir haben hier einen Leihschein und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gedacht, er sagt 300 Francs und er sagt es Tatsache. Also, wow. Ich habe hier einen Leihschein. Bei Allah, diese Vereinbarung mit den Berbern treibt mich noch in den Ruin. Also gut, was möchtest du ausleihen? Hast du eine blaue Djellaba für mich? Während des Berberfestes? Das kann nicht dein Ernst sein. Blaue Djellabas sind seit Wochen ausverkauft. Es gibt nur noch, was du hier siehst. Mist. Okay, dann nehme ich die weiße. Ich nehme die weiße Djellaba. Der Klassiker. Damit kann man nichts verkehrt machen. Das war's vorerst. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Salam. Ja, Salam alaikum. Gut, vielleicht kann der Färber ja etwas blaue Farbe entbehren. Bitte. Hallo, darf ich kurz stören? Willkommen in meiner Färberei. Was führt dich hierher? Was färbst du denn hier genau? Tücher und Kleider, Stoffe, Wolle, Felle, Leder. Einfach alles. Mhm. Ich habe mir auf dem Bazar eine Djellaba ausgeliehen, um auf das Berberfest gehen zu können. Leider hatte der Händler keine blaue Djellaba mehr. Sie muss aber blau sein, sonst darf ich nicht auf den Festplatz. Ja, ja, ich weiß, die Traditionen der Berber. Kann ich meine Djellaba bei dir blau färben lassen? Normalerweise würde ich sofort sagen, wenn nicht bei mir, wo dann? Aber leider bist du zurzeit nicht der einzige Kunde mit diesem Anliegen. Die blaue Farbe ist mir gestern ausgegangen und nun warte ich auf Nachschub. Woraus stellst du die blaue Farbe denn her? Aus Indigo-Pflanzen. Und wo findet man die? Vielleicht kann ich dir welche besorgen. Der nächste größere Handelsplatz befindet sich in Algier. Dorthin wärst du einige Wochen unterwegs. Aber keine Sorge, die Karawane mit meiner Lieferung ist schon vor den Toren der Stadt. Nicht weit draußen in der Wüste gibt es eine kleine Oase, in der die Nomaden immer ihr Lager aufschlagen und die Tiere tränken. Ich denke, heute Nacht oder spätestens morgen werden sie die Indigo-Pflanzen in die Stadt bringen. Mist, das dauert mir zu lange. Ich bin leider etwas in Eile. Gibt es keine andere Möglichkeit? Du könntest auch selbst zur Oase gehen und die Pflanzen dort abholen. Es käme mir sehr entgegen, wenn ich schon heute wieder blaue Farbe hätte. Ja klar, das mache ich. Wo ist die Oase denn genau? Du siehst die Oase von den Hügeln südöstlich der Stadt aus und kannst sie gar nicht verfehlen. Sprich dort mit dem Anführer der Karawane. Er kennt mich persönlich. Bezahlt habe ich schon bei Bestellung. Aber nimm dieses Fladenbrot mit und gib es dem Anführer. Meine Frau backt es nach einem alten Familienrezept und er isst es immer, wenn er in meine Färberei kommt. So kann er sicher sein, dass ich dich geschickt habe. Prima, ich bin schon unterwegs. Möge Allah dich gut ankommen lassen. Ja, hoffen wir mal, das wird eine richtige Odyssee hier. So viel Pech kann aber auch nur Fenton haben. So, dann schauen wir doch mal. Ah, hier ist ja die Oase. Puh, was für eine Hitze. Ein Glück, die Karawane rastet tatsächlich hier. Alright, hier sein. Na dann. Hier. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Du störst nicht. Komm ruhig näher. Gehörst du zu der Handelskarawane aus Algier? Ganz recht. Kannst du mich zu deinem Anführer bringen? Wie kann ich dir helfen? Oh, da habe ich ja zur Abwechslung mal richtig Glück gehabt. Also, es geht um Folgendes. Dem Färber in der Stadt sind die Indigo-Pflanzen ausgegangen und er sagte, ihr hättet eine neue Lieferung dabei. Ja, das stimmt. Nun, ich soll diese Lieferung für ihn abholen, damit er umgehend weiterarbeiten kann. Schön und gut, aber woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Er hat mir dieses Brot für dich mitgegeben. Hier, das wäre dir Beweis genug, meinte er. In der Tat. Nur die Frau des Färbers vermag es, solch ein Fladenbrot zu backen. In Ordnung, hier hast du den Sack mit den Pflanzen.
Die Frau des Färbers muss ja wirklich toll sein. Nimm meinen Dank entgegen. Ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Auf Wiedersehen. Na, geht doch. Ach, das sind ja auch Pflanzen. Ich habe keine Ahnung, was das für Pflanzen sind. Sehen jedenfalls sehr dornig aus. Ganz schön dornig. Beim Herausreißen würde ich mir ja Hände und Arme zerkratzen. Und was ich mir beim Herumtragen alles zerkratzen könnte, will ich gar nicht wissen. Ach komm, ein paar Schrammen machen doch nichts. Aber na gut. Wahrscheinlich brauche ich erst einen Grund dafür. Hallo, ich bin's wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Indigo-Blüten mitgebracht. Sehr schön. Dann kann ich die blaue Farbe gleich herstellen. Kannst du meine Gelaba jetzt umfärben? Natürlich. Zeig sie doch mal her. Hier, bitte. Makellos weiß. Ja, diese Gelaba kann ich blau einfärben. Bei dieser Hitze wird sie in Kürze trocken sein. Du kannst gerne hier warten. In einer halben Stunde ist alles fertig. Vielen Dank. Aber sprich, was schulde ich dir dafür? Eine Hand wäscht die andere. Und da ich dank deiner Mithilfe heute schon wieder blaue Farbe habe und so meine Aufträge erledigen kann, sind wir damit quitt. Na schön, nun habe ich die blaue Gelaba. Es hat zwar wirklich nur eine halbe Stunde gedauert, aber viel mehr Zeit darf ich jetzt nicht mehr verlieren. Hagenhild und Co. werden sicher bald hier auftauchen. Ich muss schleunigst das Geld für die Kaution auftreiben. Am besten gehe ich wieder zum Berberfest. Vielleicht kann ich bei diesem Ringkampf zumindest schon mal 100 Frau einstreichen. Ach, das wäre doch schon mal wünschenswert. Ich ziehe die blaue Gelaba besser an, bevor ich zum Festplatz gehe. Na, dann mach mal. Ah, sehr schön. Ich sehe, du hast dir unser traditionelles Festgewand besorgt. Hat etwas länger gedauert, aber nun passt alles, oder? Ja, nun siehst du aus wie einer von uns. Ich wünsche dir viel Vergnügen auf unserem Fest. Danke. Ach komm, dieser Weißkäse soll genauso aussehen wie ihr. Also, mal ehrlich. Zählt des Teppichhändlers? Einen Teppich brauche ich eigentlich nicht. Ich mag den rustikalen Parkettboden in meinem Büro ganz gern. Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch keine Teppiche, aber na gut. Gehen wir zum Ringkampf. Ich suche einen Herausforderer für Assis, den Unbezwingbaren. Wer hat den Mut, gegen ihn anzutreten? 100 vor für denjenigen, der es schafft, Assis in die Knie zu zwingen. Du Schande. Was ist das für ein Riese? Meine Güte, seine Arme sind ja dicker als meine Beine. Du Schande. Ah, ein Herausforderer. Endlich bringt jemand den Mut auf, sich mit Assis zu messen. Das möchtest du doch, oder? Natürlich. Ja, darum bin ich hier. Applaus für den Herausforderer. Wie soll ich dich eigentlich ankündigen? Nun ja, ich heiße Fenton. Klingt reichlich unspektakulär. Wo kommst du denn her? Hongkong. Engländer, oder? Gut, lass mich mal machen. Okay. Und hier ist Herausforderer Fenton der Brite mit dem Löwenherz. Über 10.000 Meilen hat er zurückgelegt, um heute hier gegen den Champion von Kamerouge anzutreten, den unbezwingbaren Assis. Wenn es Löwenherz gelingt zu siegen, winken ihm 100 vor Preisgeld. Die Kampfregeln sind denkbar einfach. Wer mehr als 10 Sekunden regungslos auf dem Boden liegt oder die Kampfbühne verlässt, hat verloren. Okay, damit könnten wir schnell verlieren. Nun dann, möge der Kampf beginnen! Ach du Scheiße. Oh Gott, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Du wolltest es doch so. Oh Mann, oh Mann. Schau dir diesen Riesen doch mal an. Hab mal Fenton. Ja, das ging flott. Au. Ja, lacht nur.
Der Brite hat's auf die Schnauze gekriegt. Ich hab dir ja gesagt, dass mit Assis nicht gut Kirschen essen ist. Ich will ihn nur in Sicherheit wiegen. Beim nächsten Mal mache ich ernst. Mein Gott, ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Ich zieh die Jellaba bei nächster Gelegenheit wieder aus. Ach komm, so schlimm sieht sie nun auch nicht aus. Will er die Pflanzen jetzt mitnehmen? Ganz schön dornig. Beim Herausreißen würde ich mir ja Hände... Okay, weißt du vielleicht, was das für Plätzchen sind? Ich nicht weiter belästigen. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Niemand unter den Anwesenden, der sich hinter nur fein... Aus diesem Eimer trinkt Aziz vor dem Kampf immer einen großen Schluck Wasser. Ich bin nicht durstig. Außerdem halte ich es für keine gute Idee, Aziz den Eimer wegzunehmen. Ja, gut. Stimmt auch wieder. Im Moment habe ich nichts auf dem Herzen, was ich mit ihm... Gibt das nicht? Gibt's denn sonst noch irgendwas? Zelt des Schamanen, aha. Vielleicht kann der helfen. Friede sei mit dir, mein Freund. Und mit dir. Entspann dich und lass dir von mir deine Zukunft vorhersagen. Warum nicht? In Ordnung. Aber eigentlich glaube ich nicht an Wahrsagerei. Und warum bist du dann hier? Gute Frage. Warte. Ich werde sie für dich beantworten. Du bist auf der Suche. Wer ist das nicht? Jeder sucht doch irgendetwas, oder? Wohlgesprochen, mein Sohn. Und du suchst einen Freund. Aber du hast auf deiner Suche auch schon viel verloren. Ja, das ist wahr. Du bist sehr weit gereist, aber dein Ziel ist noch immer weit entfernt und gut verborgen. Du wirst Grenzen überschreiten müssen, die dich an den Rand des Scheiterns bringen werden. Und vielleicht wirst du dann etwas sehen, was nicht gesehen werden soll. Diese Suche ist deine Prüfung. Bestehst du sie, findest du auch, was du suchst. Bestehst du sie nicht, dann sehe ich Dunkelheit ohne Ende und ohne Hoffnung über diese Welt kommen. Das klingt für mich ganz schön schwammig. Ich soll für die Rettung der Welt verantwortlich sein? Sei doch bitte etwas präziser. Werde ich Richard finden? Beide Fragen führen zur selben Antwort. Bestehst du deine Prüfung, dann findest du auch deinen Freund. Du wirst dich allerdings erneut entscheiden müssen, zu welchem Preis du deinen Freund retten willst. Wenn du scheiterst, steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel. Vor dieser Entscheidung würde ich in der Tat nicht zum ersten Mal stehen. So, das genügt mir. Meine Vorurteile wurden bestätigt. Konkretes gibt's nicht und von den vagen Andeutungen lässt man sich nur verrückt machen. Warte noch. Ich sehe auch etwas Erfreulicheres. Kurz vor deinem Ziel wirst du etwas finden, das du gar nicht suchst, weil du es verloren glaubst. Na prima, dann sind meine Manschettenknöpfe ja bald wieder vollzählig. Ich glaube, das meint er nicht. Rückblickend waren deine Vorhersagen schon ziemlich eindrucksvoll. Meine Bedenken konntest du zwar nicht zerstreuen, aber zumindest bin ich ins Grübeln gekommen. Seine Zukunft zu kennen kann erfreulich sein, aber auch erschreckend. Auf jeden Fall ist es stets eine sehr intensive Erfahrung. Ja, allerdings denke ich, dass du dieser Erfahrung mit irgendeiner Droge nachgeholfen hast. Sei ehrlich. Was hast du in den Tiegel geworfen? Oh, das ist kein Geheimnis. Der Rauch brennender Stechapfelsamen öffnet deinen Geist und erweitert dein Bewusstsein. Ich habe dich dadurch nicht etwa manipuliert oder gar hypnotisiert, sondern deine Sinne geschärft, damit du die Bilder aus deiner Zukunft sehen konntest. Ich weiß nicht. Ich habe mich jedenfalls kurzzeitig ziemlich berauscht gefühlt. Ich war völlig kraftlos und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Und morgen wirst du gewaltige Kopfschmerzen haben. Aber sorge dich nicht. In diesen geringen Mengen ist Stechapfel nicht schädlich. Im Gegenteil, wir verwenden ihn als Aphrodisiakum und Heilmittel, zum Beispiel bei Atembeschwerden. Trotzdem muss man wissen, dass er giftig ist und nur wohl dosiert verwendet werden darf. Also nochmal zum Mitschreiben. Wollte er mich juckig machen? Kannst du mir etwas Stechapfelsamen verkaufen? Du scheinst daran Gefallen zu finden, was? Ich habe Probleme mit den Bronchien und vielleicht hilft mir das Zeug ja. Mit Sicherheit tut es das. Leider kann ich dir nichts von meinen Vorräten geben, da ich sie für meine Sitzungen selbst benötige. Aber Stechapfel wächst fast überall, wo es feucht genug ist. Es sieht aus wie dorniges Unkraut mit weißen Blüten. Hier in der Gegend findest du sicher welchen.
Danke. Aha. Auf Wiedersehen. Jetzt wissen wir es. Ich ziehe die Jellaba bei nächster Gelegenheit wieder aus. Dass du dich ständig ausziehen musst hier, also. Nee. Die Samenkörner in den Blüten sehen aus wie die beim Schamanen. Gut, dann pflück ich mal ein paar davon. Meine Treue, so viele Daunen. Aber wenn es unbedingt sein muss, Augen zu und durch. Ja, die heißt nicht umsonst Stechapfel. Yippee-yay. Jetzt haben wir einen Vorteil. Niemand unter den Anwesenden sind denn nur... Ja, nur Feiglinge hier. Böser Fenton. Aber ohne Hinterlist gerate ich gegen diesen Riesen ins Hintertreffen. Jetzt muss ich nur noch auf einen günstigen Moment warten. Und wenn niemand schaut, werfe ich die winzigen Stechapfelsamen in den Eimer. Auf mich wirkt es auch so. Ich suche einen Herausforderer für Assis, den Unbezwingbaren. Wer hat den Mut, gegen ihn anzutreten? 100 vor für denjenigen, der es schafft, Assis in die Knie zu zwingen. So, das wäre schon mal geschafft. Du? Willst du es nochmal wagen? Das nenne ich wahrhaftig Mut. Hört, hört! Der Brite mit dem Löwenherz ist zurück und fordert Assis erneut heraus. So ist es doch, oder? Natürlich. Ja, ich versuch's nochmal. Ausgezeichnet. Dann möge der Kampf beginnen. Diesmal war ich dich fertig. Das sieht jetzt aus. Und? Geschafft! Unglaublich. Du hast es tatsächlich geschafft. Tja, diesmal hat Löwenherz gezeigt, was wirklich in ihm steckt. Das war in der Tat eine erstklassige Vorstellung. Ich fürchte, wir müssen Assis eine kleine Pause gönnen, bis er sich wieder erholt hat. Hier sind deine 100 Franc. Besten Dank. Aha. Die halbe Miete geschafft. Ich ziehe die Jellaba bei nächster Gelegenheit wieder aus. Du mal mit deinem Ausziehen hier. Du solltest Stripper werden. Tja.